dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute wollte ich mit euch in der Kenwood Cooking Chef Gourmet hier oben in dem Multi-Aufsatz Energiekugeln selber machen. Die schmecken wirklich super lecker und sind ruckzuck gemacht. Und ich würde sagen, ich lese euch die Zutaten vor. Ja, und dann fangen wir auch direkt an. Ihr braucht für ca. 15 Kugeln 120 Gramm getrocknete Maulbeeren, 70 Gramm Sonnenblumenkerne, 60 Gramm Datteln, 45 Gramm Haferflocken, ich habe hier die kernigen Haferflocken genommen, und 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Wir mögen es lieber, wenn die Sonnenblumenkerne angeröstet sind, von daher habe ich die vorher noch in der Pfanne schön angeröstet. Ich wollte euch mal zeigen, so toll sehen die aus. Ich habe jetzt in den Multi schon die Maulbeeren, die Haferflocken und die Sonnenblumenkerne gegeben und das zerkleinern wir jetzt mal, ich denke so auf Stufe 4. Ja, die Masse ist jetzt schön zerkleinert. Ich zeige es euch mal. Sieht also so aus. Und jetzt geben wir die Datteln dazu. Damit der Multi es ein bisschen leichter hat, bin ich hergegangen und habe die so 5 bis 10 Minuten in warmem Wasser eingeweicht. Und den Vanilleextrakt habe ich jetzt dazu gegeben. Und jetzt zerkleinern wir das Ganze nochmal, sodass eine cremige oder eine klebrige Masse entsteht. Ich werde jetzt erstmal auf 4 versuchen. Ich hatte es jetzt so circa 20 Sekunden auf Stufe 4 laufen. Ich zeige es euch mal. Ist also schon gut geworden. Aber ich denke, dass ich es jetzt noch einmal auf Stufe 5 laufen lasse, damit es noch ein bisschen klebriger wird. Hier habe ich es auch so circa 20 Sekunden laufen lassen, aber die Masse ist mir noch nicht klebrig genug, deswegen gebe ich noch eine Dattel mit dazu und vermische das Ganze jetzt nochmal zwischen Stufe 4 und Stufe 5. Auch die Dattel ist jetzt untergerührt oder gemischt. Jetzt gucke ich nochmal, ob es besser ist jetzt von der Konsistenz her. Ja, es ist klebriger und da kann man ganz gut jetzt Kugeln draus formen. Ich zeige sie euch mal. Das mache ich jetzt und ja, damit ihr vielleicht besser seht, verändere ich mal eben die Kameraeinstellung. So, ich denke, jetzt könnt ihr besser sehen. Ich nehme also einen gehäuften Teelöffel, zerdrücke das dann in meinen Händen zusammen. Ich hoffe, das könnt ihr gut sehen. Und dann rolle ich das vorsichtig zu einer Kugel und dann lege ich das hier auf meinen Teller. Wieder zusammen. So, die nächste Kugel. Ja, ich würde sagen, ich forme jetzt erstmal die Kugeln. Ich denke, mir reichen sie so in der Größe. Wahrscheinlich werde ich ein bisschen mehr rausbekommen. Und ja, dann würde ich sagen, melde ich mich, wenn ich fertig bin mit Kugeln formen. Ja, meine Energiekugeln habe ich jetzt fertig geformt. Jetzt habe ich einmal hier gerösteten Sesam stehen. Da kann man die Energiekugeln natürlich schön drin wälzen. Sehen dann so aus. Oder hier habe ich Rohkakao mit Erythrit gemischt. Ihr könnt natürlich auch Puderzucker nehmen. Und ja, ich würde sagen, das mache ich jetzt noch zu Ende und dann melde ich mich nochmal bei euch. Hier seht ihr jetzt meine fertigen Energiekugeln. Hier habe ich euch mal eine durchgeschnitten. So sehen sie jetzt von innen aus. Ich habe nur wenige mit Sesam ummantelt, weil ich das mit dem Kakao einfacher fand. Der ist besser haften geblieben. Uns schmecken sie super lecker. Ich kann euch wirklich empfehlen, sie mal auszuprobieren. Dabei wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt mir das doch durch einen Daumen hoch. Und ich würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Video.